Willkommen meine Nintendo Switch-Freunde zu einem neuen Video und ich habe heute irgendwie Halsschmerzen des Todes. Nichtsdestotrotz machen wir mal ein Video und es geht darum, ob Super Mario Odyssey 2 auf die Nintendo Switch kommt oder generell mal erscheint und wenn ja, wann und ob es überhaupt passieren wird und ob es überhaupt Sinn macht, das ganze Ding auf die Switch zu bringen. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, aktiviert die Glocke, verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr. Ich noch mal einen Schluck aus der Tasse für meinen Hals. Und dann starten wir rein. Super Mario Odyssey ist für mich nach wie vor mit einem der besten Plattformer von Nintendo generell und sicherlich der beste Plattformer auf der Nintendo Switch. Erschienen ist das ganze Jahr am 27. Oktober 2017, also im Erscheinungsjahr der Nintendo Switch. Damals hatte man ja auch in den Trailern zum Beispiel, wo die Präsentation der Nintendo Switch war, erste Einblicke bekommen zu Super Mario Odyssey. Es gehört aus der Spielreihe von Super Mario, das geht schon super lange zurück. Also super, das ist heute das Wort des Tages, würde ich mal sagen. Aber geht schon sehr lange zurück. Super Mario Bros. 1985, der erste Teil, kam ja auch dann Super Mario Bros. 2 und 3, wie gesagt, NES und Super NES. Dann hatten wir nachher, glaube ich, auf dem N64 Super Mario 64, was auch sehr erfolgreich war. Da kümmern wir uns später auch mal drum, um die Verkaufszahlen an sich. Oder Super Mario Galaxy 1 und 2, was für mich immer noch mit nach Super Mario Odyssey auf jeden Fall mit die besten Spiele aus dieser Reihe sind. Super Mario Galaxy haben wir ja so auf die Switch bekommen, damals im 3D All-Stars-Bundle für die Nintendo Switch. Kann man auf jeden Fall reinschmeißen, ist ein mega geiles Spiel, in meinen Augen kann man immer mal wieder zocken. Leider haben wir nicht Super Mario Galaxy 2 bekommen, ja, wir wollen zwar nie Ports haben, aber das würde ich mir vielleicht auch schon mal auf die Switch wünschen. Den letzten Teil, wenn man so haben möchte, ist ein bisschen unfair, ist wieder eine Portierung, ist Super Mario 3D World. Plus Bowser's Fury. Und Bowser's Fury war dann tatsächlich neu, ein schönes kleines Spiel für ein paar Stündchen und zum allerersten Mal Open World. Und da stellt man sich natürlich die Frage, sollte Super Mario Odyssey 2 rauskommen, wird es auch Open World? Und ich sage, nein, sollte das wirklich Super Mario Odyssey 2 heißen, wird es auch meiner Meinung nach nicht 3D schon werden, aber kein Open World. Und warum, erkläre ich euch am Ende des Videos. Definitiv aber nicht ausgeschlossen, weil es gibt ja Fortsetzungen von Super Mario Reihen, wie eben bei Super Mario Galaxy oder Super Mario Bros. Oder wie auch immer. Super Mario Odyssey ist danach auch noch super beliebt. Schon wieder, ich muss ein anderes Wort finden für super. Total beliebt bei Speedrunnern. Der aktuelle Rekord liegt, glaube ich, irgendwie bei 57 Minuten. Ich habe mich auch damals dran getraut. Naja, bin dann abgestürzt, da, ihr wisst Bescheid. Also, ja. War nicht so erfolgreich. Ja? Aber ich habe es zu Ende gebracht. Gut, lassen wir das Speedrun mal Speedrunnern, die das auch wirklich können. Und kümmern wir uns mal lieber um die Verkäufe von der Super Mario Serie. Und zwar fangen wir einfach mal mit Super Mario Odyssey an. Das hat sich zum Beispiel im aktuellen Geschäftsjahr Quartal 2022, ja, ihr hört richtig, 2022, das läuft vom April 2021 bis nächstes Jahr, Ende März 2022. Und jetzt in dem Zeitraum von April 2021 bis Ende September 2021 hat sich Super Mario Odyssey nach 5 Jahren immerhin noch 1,12 Millionen Mal verkauft. Insgesamt sind wir bei Verkäufen von 21,95 Millionen und ich glaube, das lässt sich schon ganz gut sehen. Und ich kenne auch keinen wirklich, der Super Mario Odyssey wirklich schlecht findet. Ist, glaube ich, auch das Spiel, was am meisten verkauft wurde in dieser Reihe. Gucken wir uns aber auch mal Super Mario 3D World plus Bowser's Fury an, was ja eigentlich nur ein Port ist. Und selbst der Port hat sich verkauft 7,45 Millionen Mal. Das ist nicht schlecht. Aber es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass halt viele Super Mario 3D World eben halt auf der Wii U nie gespielt haben, weil die Wii U sich ja generell nur 13,5 Millionen Mal verkauft hat. Von daher war die Portierung gar nicht so schlecht. Das Add-on Bowser's Fury hätte ich mir gewünscht, hätte man es vielleicht noch separat im eShop kaufen können für all die Leute, die vielleicht das schon auf der Wii U gespielt haben und sich eigentlich das Spiel vielleicht nur gekauft haben, um Bowser Fury spielen zu können. Wenn ihr davon einer seid, schreibt es mir nochmal gerne in die Kommentare. Aber auch in der N64-Zeit Super Mario 64 hat sich 11,9 Millionen Mal verkauft, kann sich definitiv auch sehen lassen. Genauso wie Super Mario Galaxy 1 hat sich 10 Millionen Mal verkauft und der Nachfolger Super Mario Galaxy 2 7 Millionen Mal. Also man sieht einfach durchweg eigentlich wahnsinnig positive Verkaufszahlen und eine Spielreihe, die sich definitiv lohnt und das schon seit Jahrzehnten. Von daher ist da das auch sehr wahrscheinlich, dass wir da irgendwann mal was erhalten werden, wann auch immer und ob es dann eben Super Mario Odyssey 2 ist. Wie auch das kümmern, da kümmern wir uns heute mal um im Video.
Verkäufe spiegeln natürlich immer schon auch ein bisschen die Bewertung wieder von dem Spiel, weil wenn ein Spiel nicht häufig verkauft wird, kann man davon ausgehen, dass es eigentlich auch nicht so wirklich gut ist. Dennoch gucken wir uns mal die Bewertung an von Super Mario Odyssey. Ja, und die ist einfach mal grandios. Bei Metacritic bekommt es einfach mal 97 Punkte und auch der User Score, der meistens für mich zumindest relevanter ist tatsächlich, liegt bei 8,9, also wirklich im oberdurchschnittlichen Bereich, also eigentlich so ein Spiel, wo man eigentlich nicht wahnsinnig viel machen, falsch machen kann. So, ja, natürlich nur, wenn man das Genre mag. Generell, also auch bei mir in den Streams, ich streame ja auch auf Twitch, wer mir noch nicht folgt, Link ist unten in der Videobeschreibung, wenn wir mal über Super Mario Odyssey sprechen oder sonstiges, bekommt man eigentlich auch nur positives Feedback. Natürlich wird es auch den einen oder anderen geben, der die Spielereihe oder generell die Spiele nicht mag oder vielleicht auch gar kein Fan von Jump'n'Run ist. Aber ich glaube, so alle, die mit Nintendo vielleicht ein bisschen aufgewachsen sind und auch schon ein bisschen länger das verfolgen, kenne ich gleich keinen, der nicht Super Mario spielt tatsächlich. Also ein neues Super Mario würde wahrscheinlich auch nicht viel schlechter bewertet werden, außer Nintendo greift tief in die Kackkiste. Entwickelt wurde natürlich Super Mario Odyssey von Nintendo selber, aber auch mit einem Tochterunternehmen zusammen. Die haben ja, glaube ich, 15 oder 16 externe Tochterunternehmen, die dann eben bei den Exklusivtiteln mithelfen. Hier war es dann, wer war es nochmal genau? 1UP Studio hat hier entwickelt. Die waren ja auch zum Beispiel an Teilen beteiligt, wie zum Beispiel Super Mario 3D Land, Super Mario 3D World, damals für die Wii U, also nicht für die Portierung, sondern damals das wirkliche Geschehen und eben dann auch für Super Mario Odyssey. Also von daher hätten die sicherlich nochmal Zeit, sich hinzusetzen und vielleicht noch so einen neuen Teil rauszuhauen. Die Frage ist natürlich, wie lange braucht man eigentlich immer für so ein Spiel zu entwickeln? Und wie in meinem anderen Video zu Mario Kart 9, was ich euch mal hier oben verlinken, gucken wir uns das auch einfach mal bei der Super Mario Reihe an. Zum Beispiel Super Mario 3D World für die Wii U wurde Mitte 2011 angefangen, mutmaßlich zumindest, und ist dann Juni 2013 erschienen, was gut eben 2 Jahre sind. Natürlich ist es Super Mario 3D World sicherlich nicht so aufwendig wie Super Mario Odyssey, aber da kommen wir, wie gesagt, ja gleich zu. Super Mario Galaxy hat ungefähr 2,5 Jahre benötigt und Super Mario Galaxy 1 begann wohl irgendwie 2005 und wurde eben 2007 veröffentlicht, was ebenfalls ungefähr 2 Jahre sind. Man geht davon aus, dass die Entwicklung von Super Mario Odyssey nach dem Veröffentlichen von Super Mario 3D World begonnen hat für die Wii U. Das war dann 2013. Man hat dann zum ersten Mal in einem Vorschau-Trailer, was ich schon gesagt habe, für die Nintendo Switch, die damals präsentiert wurde, ist, das war im Oktober 2060, wenn mich alles täuscht, lief ja auch so Super Mario Odyssey auf der Switch. Das war eigentlich das allererste Mal, wo wir davon was gesehen haben. Wirklich veröffentlicht, beziehungsweise erstmals gezeigt wurde es dann, glaube ich, im Januar 2017 auf der Direct, wo die Nintendo Switch vorgestellt wurde, wo dann noch ein bisschen mehr Infos herkamen. Man kann also gut sagen, dass Super Mario Odyssey ungefähr 4 Jahre Entwicklungszeit gebraucht hat. Ist natürlich auch ein viel, viel größeres Spiel, wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger und von daher gehen wir einfach mal von den 4 Jahren aus. Wir befinden uns jetzt aktuell im Jahr 2021 und ähnlich wie bei Mario Kart 8 ist es halt auch bei Super Mario Odyssey so, dass von der Zeit her es möglich wäre oder dass man zumindest mittendrin steckt in einer weiteren Entwicklung von Super Mario Odyssey 2 oder an Super Mario Odyssey 2 arbeitet. Also von der Zeit her würde es theoretisch klappen, dass wir irgendwann jetzt in Odyssey 2 sehen würde. Aber wie wird das Spiel dann sein oder wie sollte es sein? Darüber können wir ja mal ein bisschen spekulieren. Und ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass wenn man ein Open-World-Plattformer macht, ähnlich wie Bowser's Fury, ich mir nicht vorstellen kann, dass es dann eben Super Mario Odyssey 2 geben wird, beziehungsweise es einfach anders heißen wird. In Super Mario Odyssey war ja eben die Odyssey unsere Anlaufstelle und eben dafür auch da, um zwischen den einzelnen Planeten hin und her zu reisen. Dieses ganze Szenario ist natürlich dann, sag ich mal, in der Open World ein bisschen schwieriger darzustellen. Natürlich könnte man das irgendwie mit der Geschichte verpacken und dann vielleicht die Elemente oder die Odyssey jetzt nicht unbedingt bereisen, sondern irgendwie anders, dass man das dafür machen muss. Keine Ahnung, ich kann jetzt hier nicht die Geschichte innerhalb von 10 Minuten schreiben. Ja, ihr wisst Bescheid. Aber dieses typische Reisen über die Odyssey fällt ja dann eigentlich weg, weil dann das klassische Open World Feeling ja auch irgendwie nicht mehr da ist. Man könnte es vielleicht als Schnellreisesystem schon nutzen,
zwischen den einzelnen Punkten. Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube, wenn es Open World wird, weiß ich nicht, ob es man dann Super Mario Odyssey 2 nennen kann. Da könnt ihr ja mal gerne eure Meinung auch diesbezüglich in die Kommentare schreiben. Was mich an Super Mario Odyssey damals so fasziniert hat, waren tatsächlich die unterschiedlichen Welten, die realistisch waren, sagen wir, was wir in der Stadt hatten, Schlemmerland oder nachher auf dem Mond. Wir hatten einfach unterschiedliche Welten und das fände ich schon interessant. Und das fände ich auch interessant, wenn man das in eine Open World packen könnte. Nämlich dann müsste man verschiedene Biome ja tatsächlich miteinander verbinden. Aber das hatten wir ja auch schon mal in Bowser's Fury. Da ist es ja auch teilweise ganz gut gelungen und da war der Übergang ja meiner Meinung nach zumindest relativ flüssig. Deswegen Open World wäre auf jeden Fall möglich. Allerdings bin ich mir dann nicht mehr sicher, ob das dann so mit der Odyssey passt. Die Frage der Fragen ist natürlich, bleibt es realistisch, dass wir Super Mario Odyssey 2 bekommen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich daran glaube, dass wir es erhalten werden. Weil es einfach eine gute Fortsetzung wäre und wie auch Nintendo es in der Vergangenheit ja auch schon gemacht hat. Wie gesagt, ich hatte schon dieses Jahr irgendwie mal mit gerechnet, dass wir vielleicht irgendwas Neues Super Mario Teil so angeteasert bekommen. Und wie wir auch sehen, wäre ja jetzt auch die Zeit mal reif, ähnlich wie bei Mario Kart 9. Das ist schon genug Platz, noch ein bisschen was für die Entwicklung von Nintendo. Ist ja auch kein kleines Team, inklusive den dazugehörigen Tochtergesellschaften. Also das könnten die auf jeden Fall schon stemmen. Und von daher glaube ich schon, dass wir zukünftig ein Super Mario Odyssey 2 erhalten. Vielleicht ist 2022 der Tag gekommen, aber auch das ist natürlich wieder ein Titel, erinnert euch, wie mein Mario Kart 9, der natürlich hervorragend auf eine neue Konsole passen würde. Und da kann man ja davon ausgehen, dass spätestens im Frühjahr 2023 jedenfalls eine neue Switch-Konsole auf den Markt kommt oder eine Nachfolgekonsole, wie auch immer die dann nachher am Ende des heißens mag. Und das wäre natürlich auch ein hervorragender Release-Titel, ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass es auch vorher kommt. Das sind natürlich alles Spekulationen, meine Freunde. Ihr könnt natürlich auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Hättet ihr überhaupt Bock darauf? Und wenn ja, tippt doch einfach mal ein Release-Datum. Und wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann schaut euch doch einfach das Video hier an.